Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in Ilias Welt mit Arben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sehen uns heute das erste Mal im Jahr 2024 und für den Anfang wollen wir euch jetzt gleich etwas Wichtiges von uns erzählen. Und zwar, was uns jetzt die letzten Wochen und Monate beschäftigt hat. Und das wird uns jetzt wahrscheinlich auch das restliche Jahr uns und auch euch begleiten. Genau, es handelt sich hier um den neuen ORF Kids Player, also die Online-Website von dem ORF. Und da haben die Arben und ich gemeinsam drei Formate, also drei Sendungen. Eins ist eine Talkshow. Die Sendung heißt Yeah. Und wir moderieren an der Seite von Moderationsprofi Robert Steiner. Was ich auch sehr gut finde. Ich auch. Bei mir ist es so, wir haben ja noch eine riesengroße Community hinter uns, die wir natürlich jetzt nicht live befragen konnten, aber ich habe eine Abstimmung gemacht. Auf deinem Handy? Auf meinem Handy und ich zeige dir jetzt mal, was rausgekommen ist. Okay. Und zwar das hier. Ich habe die Leute gefragt. Unsere anderen zwei Sendungen heißen Klingklang und So denkt das junge Österreich. Die anderen zwei waren Ideen von uns und darauf sind wir wirklich super, super stolz, dass das jetzt umgesetzt wird und da sind wir auch schon voll aufgeregt. Und das erste ist zum Beispiel eine Straßenumfrage und da haben wir super Themen. Was war zum Beispiel ein Thema? Naja, also wir befragen da so Kinder und Jugendliche mit verschiedenen Themen. Eins war zum Beispiel Musik oder auch ein wichtiges Thema war Taschengeld und Sport und Schule. Ich glaube, Taschengeld, da haben wir ein paar lustige Antworten rausgekriegt. Schaut mal. Bekommst du schon Taschengeld? Ja, jedes Jahr zu meinem Geburtstag kriege ich 20 Euro Taschengeld. Wie viel? 20 Euro Taschengeld. Super cool. In was investiert ihr das so? Also verschiedene Sachen, manchmal Bücher, aber manchmal auch Stifte oder ganz verschiedene Sachen eigentlich. Ich manchmal Stifte und manchmal Kuscheltiere. Kriegst du auch Taschengeld unter der Woche oder im Monat? Wenn ich beim Fußball Tore schieße oder wenn ich im Haushalt beim Papa brav helfe auch. Ich würde versuchen zu sparen. Und hast du auch ein Sparziel? Nein, nicht wirklich. Also momentan ein neues Handy, weil mir ist meins gestern runtergefallen und jetzt ist es kaputt. Ja. Oh, das ist aber doof. Was war mal das Dümmste, was du dir gekauft hast? Das Dümmste? Boah, das ist eine schwere Frage. Einer kurzen Hose, die aber so ein bisschen länger ist. Und ich habe nicht gewusst, ob ich die wirklich kaufen soll oder nicht, aber ich habe sie gekauft und bis jetzt nur einmal angehabt. Ein Roller. Eine Rolle, warum? Eine Rolle ist doch gut, oder? So zum Fahren und so. Ja, das hat nicht so ganz gut funktioniert. Sicher so ein Puzzle, da waren 1000 Teile und ich komme nicht zurecht. Ja, das war wirklich dumm von mir. Du hast es nie gemacht? Nein. Boah, das war das T-Shirt, was mir zu klein war. Das war, glaube ich, das war schon bauchfrei, das war wirklich sehr klein. Das war das größte Dümmste eigentlich, was ich kaufen konnte eigentlich. Das war da hinten irgendwo beim Klamottenladen, also ja. Die Wunde klingt noch ein bisschen frisch. Wie lange ist denn das her? Boah, ich glaube, das war vor einem Jahr oder so. Also frisch, ja. Sehr frisch. Ein anderes sehr spannendes Thema ist Schule gewesen. Genau, da haben mir die Fragen so gut gefallen. Das mit der Uniform, oh, das war nicht so cool. Also ich gehe sehr gerne in die Schule, um meine Freunde zu sehen und so. Naja, ich gehe schon ein bisschen gerne in die Schule. Das Coolste an der Schule ist, finde ich, Turnen, weil ich mache gern Sport und ich finde Fußball und Schwimmen cool. Gehst du gerne in die Schule? Na, manchmal. Was heißt manchmal? Ja, wegen den Tests nicht so gerne, aber so mit Freunden und so mag ich es, also Schule. Ja, super gerne, weil da trifft man immer seine Freunde und es ist immer sehr schön. Also ich gehe gerne in die Schule. Also unsere Lehrer sind zwar ein bisschen streng, aber sie lernen uns auch viel und deswegen macht mir die Schule auch Spaß. Also ich habe Mathe sehr gerne und dann auch noch vielleicht Sport. Das ist auch immer sehr lustig. Okay, ich habe Mathe rausgehört. Ich bin leider nicht besonders gut in Mathe. Ich glaube, es interessiert mich ein bisschen zu wenig, dass ich da irgendwie was verstehe. Aber cool, dass du es verstehst. Mag wer von euch Mathe? Ich mag es jetzt nicht so. Ich habe auch Schule erst um 8.45 Uhr beginnen. Boah, das ist ja echt super spät. Das heißt, du kannst locker bis mindestens 8 schlafen, oder? Ja. Ja. Und außerdem wohne ich auch sehr nah an der Schule. Ja, dann Doppelcheckpot. Wenn es jetzt ein Fach geben würde, das heißt Gaming oder Videospiele spielen, dann wärst du ganz vorne mit dabei, oder? Auf jeden Fall. Ich würde Schminken nehmen. Ja, das ist ja cool. Ja. Wenn es ein Fach geben würde, das heißt gutes Benehmen, würdest du dir da super leicht tun?
unterschiedlich. Manchmal, nein, eigentlich nicht so extrem leicht. Und wie schaut's aus mit Tischmanieren? Bist du da schon gut genug, dass du sagst, du würdest das Fach nicht mehr brauchen? Ich würde nicht so gut in dem Fach sein. Ich bin nicht so gut bei Tischmanieren. Hast du eine Schuluniform an der Schule? Nein, leider nicht, aber ich hätte sehr gerne eine. Wirklich hättest du sehr gerne eine? Warum? Warum hättest du gerne eine? Weil Mädchen brauchen halt urlange immer beim Outfit raussuchen oder sich fertig machen. Und wenn man eine Uniform hätte, dann könnte man sich einfach die Uniform rausnehmen. Aber ich denke mir halt, wenn man jeden Tag dasselbe anhat, außer Samstag und Sonntag, ist ja auch irgendwann langweilig. Aber was urlustig wäre, wenn du so eine Schuluniform hast, aber du kannst sie so selber gestalten. Das wäre doch cool. Ja, das wäre schon was anderes. Das würde ich nehmen. Und wie würdest du sie gestalten? Bunt. Ich hätte schon gern eine, aber weil dann könnte man, sagt niemand zu dir, so, du hast aber eine schiere Kleidung heute an. Und es ist auch schön, so eine Schuluniform zu haben. Aber nein, wir haben leider keine. Das war lustig, oder? Ja, da erfährt man mal andere Meinungen. Das stimmt. Und unser anderes Thema ist unser kleines Baby, worauf wir einfach so unglaublich stolz sind. Und es macht einfach so viel Spaß zu produzieren und zu drehen und herauszufinden. Und es ist einfach so interessant. Es handelt sich hier um Klingklang. Das ist eine Sendung um und mit Musikinstrumente. Und wir gehen sozusagen auf Entdeckungsreise, weil wir auch verschiedene Musikinstrumente anschauen und natürlich auch, wie man sie spielt. Was viele Leute nicht wissen, ist, dass Österreich wirklich ein Land der Instrumentenbauer ist. Also ich glaube, es gibt nirgendwo wirklich für jedes Instrument so viele Instrumentenbauer wie bei uns in Österreich. Und das ist einfach, finde ich, auch irgendwie eine Tradition, wovon viel zu wenige Leute wissen. Und deswegen haben die Avril und ich uns zur Aufgabe gemacht, dass wir uns verschiedene Musikinstrumente aussuchen. Zum Beispiel, was haben wir? Gitarre, Trompete, Klavier und Harfe. Und dann haben wir noch Trommel, aber wir wollen nicht so viel verraten. Und auf jeden Fall schaue ich mir immer an, wie so etwas gebaut wird. Und ich, wie man es spielt. Genau, und das ist auch super interessant. Schaut mal rein. Hey, das war ja schon fast eine Melodie. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Klingklang. Wie wird eine Trompete gebaut? Alles beginnt mit dem sogenannten Schallbecher. Der ist anfangs noch ganz gerade und soll dann erstmal so aussehen. Gebogen. Was dazu aber nötig ist, dieses lange Rohr zu biegen, ist kaum zu glauben. Die Schallbecher werden nämlich davor eingefroren. Schaut mal, wie hübsch. Und nicht nur das. Vor dem Einfrieren wird das Rohr auch noch mit Seifenwasser gefüllt. So wird verhindert, dass das Rohr beim Biegen einknickt. Na, ich bin gespannt. Wahnsinn, und jetzt ist es fertig gebogen? Ja. Um wie viel Grad ist das gefroren? Weil du Handschuhe an hast, also wenn man das jetzt so angreift, dann bleibt man bicken, oder? Das hat jetzt minus 80 Grad, da bleibt man bicken, ja. Und weil es so schön ist, gleich nochmal. Und wo ist das Seifenwasser? Kann man das noch sehen? Da eingefroren. Das schaut ja lustig aus. Jetzt wird es richtig heiß für die Trompete. Alles muss mit einer Flamme zum Glühen gebracht werden. Damit verflüssigen sich die ganzen Pasten und verschmelzen die Teile miteinander. Schallbecher, Ventilstock und noch andere Teile sind fertig und werden nun endlich zusammengesetzt. Wir sind jetzt in der Produktion da, wo ich den Ventilstock eben mit dem Schallbecher dann gemeinsam verbinde. Das heißt, alle Puzzleteile, die wir bis jetzt gesammelt haben, kommen hier endlich zusammen. Dafür kommen sie in so ein Gestell und Carlos macht es der Trompete ein weiteres Mal richtig heiß. Ganz vorsichtig wird alles miteinander verlötet. Das ist echt interessant zum Zuschauen, oder? Also die Arvid und ich, wir sind beide Musikerinnen und ich habe seine Trompete immer gesehen, aber wusste nicht, dass das so viele Einzelteile sind, die da zusammen produziert werden und zusammengesteckt und geschweißt werden. Also das war echt ganz schön eine Erleuchtung für mich. Und ich war bei der Valentina, die spielt Trompete und die hat mir gezeigt, wie das funktioniert. Und ich durfte es auch selber spielen, aber es hat nicht so gut geklappt. Aber ich kann schon ein bisschen. Das kitzelt immer so voll bei den, bei den Lippen so, wenn man so... Ich habe dann immer so taube Lippen danach gehabt.
Also da kommt die Luft rein, so, und da geht sie dann wieder raus. Und wenn ich jetzt ein Ventil drücke, zum Beispiel das jetzt, dann wird dieser Weg länger und dadurch wird dieser Ton auch tiefer. Das ist jetzt der tiefste Ton, zum Beispiel jetzt. Man kann sie auch kombinieren, das ist so mittel und das ist halt ein kleiner Umweg. Das heißt, hier wird er am wenigsten tiefer, hier wird er mittelmäßig und da wird er ganz tief. Ja. Okay, und das kann man natürlich dann auch kombinieren, oder? Ja. Wie entsteht denn überhaupt ein Ton bei der Trompete? Man muss Lippenspannung haben, sonst wird das ein Wischiwaschi-Ton. Okay, also eh so. Ja, man darf halt auch nicht die Lippen oder so aufgeblasst haben. Okay. Und durch das kleine Loch in der Lippe, da gibt es immer so ein futzig kleines Loch. Und da muss die Luft dann ganz sanft raus und stark. Ah, okay. Und dann kriegt man einen Ton mit dem Mundstück. Ich kann dir das auch vorzeigen. Gerne, ja. Gut, oder? Ja. Trompete war natürlich nicht das einzige Instrument, das wir uns angeschaut haben. Wir haben uns ganz schön viele Instrumente eigentlich angeschaut und darunter auch zum Beispiel Gitarre. Und da war ich bei dem lieben Adam in seiner Werkstatt und er heißt Adam, das finde ich ganz lustig eigentlich, und er hat einfach seine Gitarren heißen Marder und das ist einfach Adam rückwärts gelesen. Ich meine, muss man auch mal drauf kommen, fand ich ziemlich lustig, als ich das überall gelesen habe in der Werkstatt. Und der war super, super lieb und der hat mir auch gesagt, woher er sein Holz bekommt und das ist wirklich super nachhaltig aus Österreich wirklich und auch Bäume, die sowieso weggeschnitten gehören und so. Und er konnte mir sogar sagen, wo der Baum stand und welche Gitarre dann dieser Baum ist. Also das ist voll chaotisch gerade gesagt. Also er hatte den Baumstamm, der wurde dann zersägt und dann konnte er mir sagen, ja, dieser Baum stand mal dort und dort und daraus habe ich diese Gitarre gemacht. Das fand ich einfach super süß und voll sympathisch. Und was mir auch richtig gut bei ihm gefällt, ist, dass er weggeschmissene Gitarren einfach restauriert. Das heißt, er repariert sie und schaut, dass man alle Macken wegbekommt und dass man sie so dann wieder spielen kann. Und das finde ich eine super, super schöne und nachhaltige Idee. Und ich war bei einer Gitarristin, die Carmen, und die hat mir auch viele Sachen gezeigt, die ich gar nicht wusste. Also es gibt bei Gitarre auch so verschiedene Sprünge, also die halt wirklich wie so Sprünge auch klingen und wie man sie stimmt. Und dann haben wir auch noch was Süßes gesungen. Für die Gitarre braucht man genauso Hornhaut auf den Fingern wie bei der Harfe, oder? Ja. Ich bin im 2. Bezirk in Wien unterwegs. Hier hat man mir einen Gitarrenbauer empfohlen, der seine Gitarren aus alten Bäumen der Stadt macht. Na, ich bin gespannt, wie das funktioniert. Wow, schöner Hinterhof. Hallo! Aurelia! Hey! Schön, Hi. Dass ich heute da sein darf. Dankeschön. Ja, willkommen bei uns in der Werkstatt. Ja, das sieht echt Wahnsinn aus. Der Duft hier auch und die ganzen Gitarren. Wenn Adam wir sagt, dann meint er sich und seine Praktikantin Rosa. Die entfernt gerade Saiten von einer alten Gitarre. Wie ist denn eine Gitarre so circa aufgebaut? Naja, eine Gitarre ist aus sehr dünnem Holz, das meiste aufgebaut. Man kann sich das so vorstellen, dass der Gitarrenkorpus, also die Soundbox quasi, wo der ganze Klang entsteht, so wie ein Haus ist im Endeffekt. Das heißt, wir haben einen Boden, wir haben Saiten oder Zagen genannt und wir haben eine Decke. Die Decke, also ich habe da eine Decke, an der man, wo wir gerade dran arbeiten, von einer Konzertgitarre. Die hat so einen richtigen Dachstuhl unten drinnen, das heißt, das sind Balken, man nennt sie wirklich Balken, die ganze Last tragen, also vor allem vom Seitenzug. Und andererseits darf dieses Dach aber nicht so stabil sein, dass es ganz starr ist, sondern ist es gleichzeitig eine Membran, die wirklich pumpen muss und vibrieren muss, die dann den Klang auch erzeugt. Inzwischen schaue ich mal, was Lehrling Rosa so macht. Und wenn die dann fertig aufpoliert ist, zu wem geht die dann wieder zurück? Das weiß man eigentlich nicht genau, weil wir haben sie vom 48er Tandler. Und das ist einfach eine Gitarre, die irgendwer weggehaut hat. Was? Ja, genau. Warum schmeißt du denn Instrumente weg? Das ist etwas, was ich, glaube ich, nie verstehen werde. Ja, das ist, wenn sowas ganz Kleines ist, wie zum Beispiel da der Bruch, und Leute sich nicht leisten können, das reparieren zu lassen, hauen sie es weg
Und dafür gibt es eben den Dandler, dass solche Gitarren und Instrumente noch ein zweites Leben bekommen, sozusagen. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, du machst wieder eine super Gitarre da draus. Naja, ganz schön wird sie sicher nicht mehr, aber dafür hat sie viel erlebt. Ja, das stimmt. Das ist eine Gitarre mit einer Geschichte. Ja. Das muss man unbedingt dazu schreiben. Ich finde, das macht es auch persönlicher, oder? Mhm, extrem. So alte Stücke machen mir immer gleich viel mehr Spaß, daran zu arbeiten. Das war ja echt schön gespielt. Also du bist die Carmen, richtig? Ja. Also ich bin die Arwen und das war echt schön gespielt. Wie oft übst du denn überhaupt in der Woche? Ich übe so 5-mal in der Woche, 30 Minuten lang. Das heißt, du übst eigentlich jeden Schultag, so nach der Schule kommst du direkt nach Hause? Ja, ich komme nach Hause, esse und dann mache ich meine Hausübung und lerne. Und am Abend spiele ich dann 30 Minuten lang. Da hast du ja einen Song von Ed Sheeran, Perfect. Kannst du den mal spielen? Mhm. Weil den kenne ich und dann können wir das zusammen machen. Gerne. Darling, just kiss me so. Your heart is so lying. And in your eyes, you're holding mine. Darling, just kiss me so. Ich bin mir sicher, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, wie irrsinnig stolz uns das beide einfach macht. Und das ist einfach so krass, dass wir das einfach machen dürfen. Wir sind super, super dankbar natürlich, aber auf der anderen Seite steckt viel gedankliche Arbeit dahinter. Und wir geben uns auch wirklich viel Mühe und besuchen die einzelnen Leute und schauen, dass es überhaupt funktioniert. Genau, also da steht auf jeden Fall viel Arbeit dahinter und sehr viel Liebe und wir wollen natürlich keinen Blödsinn hier für euch produzieren, sondern das sind wirklich super, super schöne Sachen. Und man lernt auch viel daraus. Das stimmt. Und auch mit So denkt das junge Österreich, ich finde es so schön, auch mal die jungen Leute irgendwie Wort zu Wort kommen lassen. Dass sie auch mal ihre Meinung sagen können. Genau, zum Beispiel beim Thema Schule fand ich super interessant, wie viele Kinder eigentlich sagen, hey, ich würde es cool finden, wenn wir einfach später Schule hätten. Und da wäre ich auch voll dabei. Vielleicht kommt das ja irgendwie mal in die Schulen so und dann heißt es, wegen Ilja und Armin haben wir später Schule. Na Spaß, aber das wäre auf jeden Fall super lustig. Aber nein, mir fehlen wirklich die Worte. Ich bin einfach super stolz, ich bin happy, dass das so gut funktioniert und ich hoffe einfach auf mehr super gute Sendungen. So, meine Lieben, hier jetzt nochmal alles zusammengefasst gesagt. Also, alle drei neuen Formate, also Sendungen, könnt ihr schauen auf kids.orf.at. Genau, richtig. Und da kommen immer wieder die neuen Instrumente und die neuen Straßenumfragen und nicht zu vergessen die Talkshows. Und es würde uns mega freuen, wenn ihr auf jeden Fall mal vorbeischaut, weil es ist wirklich, wirklich süß geworden. Und ein kleiner Nachteil gibt es leider an dem Ganzen. Das Ganze gibt es nur für Österreich, aber wir versuchen es, so gut es geht, euch auf dem Laufenden zu halten hier auf YouTube mit immer wieder kleinen Ausschnitten, damit ihr auch alle was davon habt. Ganz viele Bussis. Küsschen, bis zum nächsten Mal und nochmal einen guten Rutsch und willkommen in 2024. Woo! Woohoo! Tschüss! Ciao! Übrigens, besonders für unsere Sendung So denkt das junge Österreich sind wir immer wieder in Parks und Shopping Malls unterwegs. Wenn ihr mit uns ein Interview machen wollt, seid ihr herzlich willkommen. Nähere Infos gibt es regelmäßig auf unserem Instagram-Account.